Rainer ist bereits in den 11. Lauftag gestartet. Wenn alles gut läuft, dann sind das die Meilensteine für heute. Den Marathon Nummer 20 wird er gefinisht haben bei Kilometer 843. Und gestartet ist er heute mit 830,14 Kilometer bereits im Rücken. Und Tagesziel bei zwei gesamt gelaufenen Marathons wird dann heute sein bei Kilometer 914,5. Und Rainer hat bereits 2 Kilometer auf dem Lauftacho für heute, 11. November. Rainer ist pünktlich um 8 gestartet und er gibt Gas, damit er möglichst schnell den Marathon Nummer 1 für heute reinholen kann. Noch 150 Meter und dann hat Rainer den 20. Marathon gefinisht. Noch 100 Meter bis zum 20. Marathon. Noch 80. Noch 70. Noch 60. 50. 40. 30. 20, noch 10 und Marathon Nummer 20. Yeah! Marathon Nummer 20. Yeah! So, wir haben heute einen speziellen Gast, der sich gleich vorstellen wird. Rainer hat gerade den 20. Tagesmarathon gefinisht und das eine hängt mit dem anderen sehr eng zusammen. Und was das eine mit dem anderen zu tun hat, das wirst du jetzt gleich hier erfahren. Ja, schön, dass du da bist. Ja, Harald Jankovic vom Sterntaler Hof. Der Rainer unterstützt unsere Arbeit am Kinderhospiz Sterntaler ja schon seit vielen Jahren und auch mit dem heutigen oder mit dem Weltrekordversuch, den er hier startet, und deswegen war es mir ganz wichtig, auch heute beim Einlauf in den 20. Marathon dabei zu sein. Wir verfolgen ihn am Sterntaler Hof ja live mit. Das Team ist voller Staunen, dass immer noch läuft und jetzt 20 Marathon geschafft hat, und wir versuchen halt bestmöglich in Gedanken bei ihm zu sein und ihm hier voller Kraft zu schicken, dass er auch noch weiter durchhält, denn schon jetzt ist die Leistung über 800 Kilometer für jeden Normalsterblichen unvorstellbar. Deswegen Subi. Ja, halten wir ihm ganz, ganz fest die Daumen, dass er noch weiterhin durchhält, soweit es halt geht. Ja. Wie ist ursprünglich die Kooperation zustande gekommen? Wie kam das, dass Rainer beschlossen hat, dass er für euch, dass er für den Sterntalerhof.at, dass er für das Kinderhospiz tätig wird? Ist schon viele Jahre her, wo er mit dem Thomas, der auch diesmal im Betreuerteam dabei ist, auch den Lassea 6-Stunden-Lauf ins Leben gerufen hat, ja, und auf uns gestoßen ist und so dieser erste Lauf schon zugunsten unserer Arbeit stattgefunden hat. Und ja, immer wieder der Lassea-Benefizlauf und dann auch all die anderen Aktionen, die er immer wieder macht. Auch dieser 7-Stunden-Weltrekord am Laufband war schon ein Benefit für uns. Und für unsere Arbeit, die wir keine große Organisation sind und damit auch nicht so bekannt sind wie große Organisationen, ist einerseits natürlich der Geldbetrag, der gespendet wird, wertvoll, aber auch die Präsenz, die damit einhergeht. Denn der Rainer, und er nimmt es mir nicht übel, wenn ich so formuliere, mit seinen verrückten Vorhaben, ist ja medial präsent und er ist ja in der Szene eigentlich ein Star, wenn wir ehrlich sind. Und dass er da unsere Arbeit mittransportiert, ist für uns natürlich ganz, ganz toll. Ja, und wer es noch nicht weiß, man kann hier auch direkt vor Ort spenden. Hier in der Filiale vom Intersport Winninger, Gewerbepark Stadtlau. Theoretisch ist ein bisschen mehr in der Box. Praktisch sorgen wir immer dafür, dass für den Fall, dass die Box weglaufen sollte, sich das im Rahmen hält.
Ja, und es gibt immer wieder viele Leute, die sehr interessiert dann nach dem Sternthalerhof fragen, weil die einen kennen es, die anderen kennen es noch nicht und die Spendenbereitschaft ist, nein, du kannst es beurteilen, wie würdest du sagen, ist die Spendenbereitschaft bisher hier? Ja, gut, gut, also ich bin total happy und vor allem, wie gesagt, dass darüber hinaus Menschen auf uns aufmerksam werden, ja, das erlebe ich immer wie doch gerade bei den Projekten vom Rainer, dass mich oft Wochen, Monate später jemand anruft und sagt, dort habe ich bei seiner Geschichte von euch erfahren und jetzt hätte ich die oder dich Möglichkeit. Das heißt, es ergibt sich auch immer wieder danach etwas und das ist ein doppelt wertvoller Aspekt. Okay, ja, wer sich weiter informieren will, der kann auf sternthalerhof.at gehen. So ist es. Und ja, dich sicherlich da auch kontaktieren und vor allem dann auch spenden, 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 denn das Ganze kommt diesem Kinderhospiz Sternthalerhof dann zu 100% zugute, insbesondere auch all das, was Rainer hier bei seinem 30-Tage-Laufband-Lauf-Weltrekordversuch reinholt. Ja, vielen Dank für dieses tolle Interview. Sehr, sehr gerne. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Und im Moment fällt Rainers persönlicher Rekord, persönliche Bestleistung noch 60 Meter. Und dann ist Rainer 853 Kilometer gelaufen. Noch 50 Meter. Genau, dann. Noch 40. Noch 30. Noch 20. Noch 10. Und 853 Kilometer. Die weiteste Strecke, die Rainer bisher gelaufen ist. Also. Jetzt geht's los, Kilometer. Genau, und jetzt werde ich dann die nächsten bis zum Marathon werde ich einfach mal in Ruhe verbringen und in mich gehen, weil jetzt ist immer sehr viel jetzt am Vormittag passiert. Sternthalerhof war wieder da. Wir haben noch irgendeinen den 20. Marathon. Aber jetzt gehe ich ein bisschen in mich. Okay. Rein hat gerade seinen 25. Tageskilometer gelaufen und macht einen kurzen Boxenstopp. Deshalb ist das Laufband gerade leer. Das ist der, was man sagt, das so, Rainer hat gleich den ersten Tagesmarathon drin. Noch 50 Meter. Okay. 30 Meter. Und Tagesmarathon ist geschafft. Laut rein. Das sind René, der markieren Sie. Danke René, danke Sarkoni für die. Wir brauchen wieder neue Schuhe. So, das Laufband wird gerade gecheckt. Jetzt sieht man auch mal hier die Innereien. Rainer, was brauchen wir machen? Ja, wie ja, das übliche, ne? So, hier gibt es gerade Full Service. Während die Reifen gerade gewässert werden, steht hier das Essen schon bereit. Genau, richtig. Und hier macht sich jemand bereit, um Rainer ein bisschen zu quälen oder so. Das war so ein Bullet, ich lieber da. Massage. Full Service rundherum, vom Band über Ernährung, über Laufwerk. Willst du auch was zum Essen haben, liebe Dachschatz? Jam, 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 jam. Kontinentalreifen.
weil Rainer so toll gelaufen ist, hat er ein paar neue Schuhe bekommen. Mal gucken, ob die schneller laufen. Lass mal schauen. Ich glaube schon. Sie sind gemütlich. Okay. Größe 44 auf Größe 47. Das Laufwerk ist wieder top gestylt. Jetzt geht's ab. Yes. Da sind wir jetzt eh freundlicher gegenüber, gell? Wenn wir kennen, das schauen wir schon. Ja, ja. Ich weiß, ja. Das wird das Sinn-Doktor sein. Da ist ja das jetzt schon ruhig und gemütlich. Da geht schon Lauf, du Sau, so die Geschichte geht da, gell? Gell, Rainer? Ja, ja, da haben wir schon. Du musst jetzt eh nicht mehr aufs Klo, oder? Nein, ich hab jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir da an. Komm, das ist nicht. 16,30 kann man finishen. Der Marathon ist bei 13,8 oder wie? Ich gehe mal kurz wieder 200-300 Meter ein. 16,30 kann man einen zweiten Marathon finishen, gell? Ja, ja. Das ist ein Kopfziel damit für dich. Was? Um 16,30 zweite Marathon beendet. Ja. Gut? Also, nein, ich werde jetzt kämpfen mit nach vorne. Was ist denn das da? Das war das. Hauptzufahren. So, und gleich hat Rainer den Marathon Nummer 21 gefinisht am 11. November und noch. Ja, und Rainer hat Marathon Nummer 21 gefinisht. Yeah. Super, wir machen noch zack. Zack. Zack, zack, zack. Kurze Pause. Noch 200 Meter und dann hat Rainer die 900 Kilometer geschafft. Meter. Noch 70 Meter. Ja, 40 Meter. 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 900 Kilometer. Yeah! 900 Kilometer sind geknackt! 900 Kilometer! Und er rennt und rennt und rennt und rennt. Es gibt kein Aufhören. Genau. Und der läuft. 900. Das sind 15 Kilometer und 1000, Alter. Den knacken wir dann auch noch. Ich kenne den Text ja gar nicht. Ich kann nicht den Refrain. Aber pass auf jetzt. Mach besser das Mikro an.
dann hört man es. Der Nordseeküste. Hörtchen ran, Fische im Wasser und Segeln am Land. Der Nordseeküste. Ja, so hört sich das manchmal an, kurz bevor Rainer seinen zweiten Tagesmarathon gefinisht hat. Ja, das geht alles nur mit Stochenbräu. Das geht alles nur mit Stochenbräu. Das geht nur mit Stochenbräu. Mit Stochenbräu. Ja, noch 3 Kilometer, dann hat Rainer seinen zweiten Tagesmarathon gefinisht. Noch ein knapper Kilometer und dann hat Rainer den zweiten Tagesmarathon drin für den 11. Lauftag. Und ein großes Dankeschön ans Team Flug und Flieger heute, die wirklich Top-Leistung gemacht haben. Und also eigentlich der Applaus gilt im gesamten Team. Und René hat da schon mal sowas vorbereitet. Wir wissen im Moment nicht, was diese Zahlen bedeuten könnten. Aber vielleicht weiter uns noch ein in die Geheimnisse der Zahlenmystik. Da wird schon geklatscht, obwohl Rainer die Ziellinie noch gar nicht genommen hat. Aber er ist im Sturzflug direkt auf die Ziellinie hin. Die letzten 100 Meter sind immer die besten. Immer die besten. Wenn sich die Leute anklatschen, die Zuschauer, dann gibst du nochmal alles. Dann gibst du nochmal alles. Noch 600 Meter. Noch 600 Meter. Leute, bringt uns Klatschhände. Bringt uns Klatschhände. Die halten das nicht mehr lang durch hier. Die halten es nicht mehr lang durch, bringt sie alle vorbei, Klatschhände! Wir sind alle verrückt, ja. Noch 100 Meter, 500 Meter. Keine Ahnung, was da. Noch 400 Meter. Noch 300 Meter. Und jetzt geht die Musik auch noch aus. Der René, der DJ, legt gleich nach. Oh, 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 keine Musik. Und schon jetzt weiter.
300 Meter. Und die letzten 100 Meter sind angebrochen. Wird Rainer sein Tagesziel heute schaffen? Wir sind gespannt. Noch 70 Meter. Noch macht er eine gute Figur. Wird er die letzten 60 Meter schaffen? Die Wetten laufen. Noch 50 Meter, noch 40 Meter. Die Wetten steigen. Die Quoten schießen durch die Decke. Noch 20 Meter, noch 10 Meter und die Chancen stehen gut. Und er hat es geschafft.